Hallo, na meine lieben Garnkünstlerinnen und Garnkünstler. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum ersten Vlogmas-Video mit Sarah van Draht. Hurra! Ja, nach langem Hin und Her überlegen habe ich mich dann doch dazu entschlossen, für euch dieses Jahr wieder Vlogmas-Videos aufzunehmen. Und es ist ja jetzt schon das dritte Jahr, dass ich das mache. Und ich habe gedacht, komm, irgendwie musst du das doch machen. Das ist immer wieder schön anzugucken und ist ja auch so ein bisschen wie so ein kleines Tagebuch für uns. Und ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit, wenn ihr mir so ein bisschen bei meinen, ja, vorweihnachtlichen Abenteuern über die Schulter schauen könnt. Ja, und da habe ich gedacht, ich nehme euch wieder mit. Kurz zum Konzept, falls ihr Vlogmas nicht kennt. Das ist ja so eine Wortkombination von Vloggen, also ein Videologbuch aufnehmen und Mess von Christmas, Weihnachten. Und normalerweise würde man eigentlich jeden Tag im Dezember aufnehmen und am Folgetag hochladen. Aber die Zeit habe ich leider überhaupt nicht. Irgendwie muss ich auch noch mit meiner Energie ein bisschen haushalten. Und dann dachte ich, dieses Jahr mache ich das nicht jeden Tag. Und sonst habe ich es ja auch immer nur an Adventssonntagen hochgeladen. Aber ich dachte mir, dieses Jahr mache ich ein bisschen mehr, denn wir haben auch ein paar schöne Abenteuer im Dezember geplant. Und da habe ich mir überlegt, dass ich immer für euch donnerstags ein Video hochlade und natürlich am Adventssonntag auch ein Video hochlade und euch so ein bisschen mit durch meine vorweihnachtliche Zeit nehme. Wir wollen auf jeden Fall nochmal nach Quedlinburg fahren am Wochenende mit dem Camper. Wir wollen noch nach München fahren, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Da will ich unbedingt der Mercerie einen Besuch abstatten. Und ansonsten, ja, habe ich ja hier in der Hobby-Ecke auch noch so ein bisschen was zu tun. Ich will ja noch ein Shop-Update vorbereiten und da würde ich euch so ein bisschen mitnehmen. Hinter mir könnt ihr ja auch schon ein bisschen Weihnachtliches entdecken. Ich habe tatsächlich schon die Weihnachtsdeko rausgekramt. Für mich ist heute Samstag am ersten Adventswochenende. Noch dazu gesagt, ihr seht natürlich immer so ein bisschen Flashbacks von meiner vorweihnachtlichen Zeit, damit ich es einfach schaffe, die Videos zu bearbeiten und rechtzeitig für euch hochzuladen. Aber nichtsdestotrotz habe ich schon mein Weihnachtsbäumchen hier in der Hobby-Ecke aufgebaut und ich habe auch schon meinen Garn-Adventskalender schön drapiert. Ich habe mir ja dieses Jahr einen Garn-Adventskalender von der lieben Clara von Studio C Jan besorgt und ja, da freue ich mich schon sehr, sieht sehr hübsch aus. Eben gerade habt ihr uns ja schon so ein bisschen beim Frühstück machen beobachtet und ich habe euch auch schon mit in die Stadt genommen. Wir sind heute in der Nachbarstadt unterwegs gewesen und haben noch so ein paar, ja, weihnachtliche Sachen besorgt. Und wir sind noch in unserem, ja, fast Lieblingsdeko-Laden gewesen. Auch da habe ich euch gerade schon ein bisschen was gezeigt. Und da haben wir uns noch eine schöne neue Adventsschale gekauft. Wir haben uns hier für dieses schwarze Modell entschieden. Hier kommen dann noch die ganzen Kerzen rein. Dann kann man da noch so ein bisschen Tüllkram reinpacken, ne? Also Dekoration. Ja, und wir fanden die Farbe wirklich super, super schön. Was ganz Klassisches, hoffentlich Zeitloses, was wir immer wieder je nach Lust und Laune im Advent neu dekorieren können. Ansonsten habe ich heute noch ein bisschen was zu tun. Hier hinter mir könnt ihr es vielleicht schon ein bisschen erahnen. Hier liegen nämlich noch
die ganzen Täschlein, die English Paper Piecing Täschlein, die ich noch für das Shop-Update vorbereiten will, das werde ich jetzt auf jeden Fall noch in Angriff nehmen. Und heute am späteren Nachmittag kommt noch Hendriks Mama hoch, da wollen wir noch zusammen stricken. Denn wir haben zusammen den Ranunculus-Pullover angeschlagen. Ich nochmal, ich hatte ja schon kurz im Podcast erwähnt, dass ich für mich nochmal so eine längere, kuscheligere Variante stricken möchte. Und sie hat spontan gesagt, oh, ich möchte auch mal wieder was stricken. Und hat sich sozusagen angeschlossen an das Strickvergnügen des Ranunculus. Und da sitzen wir jetzt beide immer schön zusammen und stricken uns einen schönen warmen Pullover. Das ist heute also auch noch angesagt. Und wir haben auf dem Markt gerade nur so einen leckeren lippischen Pickard gegessen. Lieb ich ja, ne? Ist so Kartoffel, so ein Kartoffel-Hefegebäck mit oder ohne Rosinen. Super lecker. Mit ein bisschen Rübensirup drauf oder Pflaumenmus. Lecker, lecker. Aber heute Abend brauchen wir auf jeden Fall noch was Warmes. Und es ist zwar schweineviel Arbeit, aber ich habe überlegt, dass wir mal wieder so schöne Falafel, Süßkartoffel-Falafel mit Hummus und einer leckeren Tomatensalsa machen. Das werde ich gleich noch so ein bisschen vorbereiten, damit die Tomatensalsa ein bisschen durchziehen kann. Ja, also wir haben jede Menge geplant. Und ich hoffe, ihr habt Lust und seid gespannt. Und dann geht der ganze Vlogmas Wahnsinn auch schon los. Ja, vielleicht habt ihr es schon bei Instagram gesehen, aber hier habe ich noch ein English Paper Piecing Teil, das ich auf jeden Fall noch zusammennähen muss. Ihr seht, das ist noch alles ganz lose. Falls ihr noch Fragen habt zum English Paper Piecing, dann kann ich das ja gerne mal in einem Vlogmas-Video beantworten. Also falls ihr mal Fragen habt zum English Paper Piecing, zur Stoffauswahl, zum Material, was man so alles verwenden kann, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und dann gehe ich da gerne im nächsten Video noch genauer drauf ein. Und was mir gerade auffällt, ich bin heute so ein bisschen in Haarentritt gekleidet und das seht ihr dann auch auf einem dieser süßen Täschlein. Ja, wie ihr sehen könnt, weihnachtet es auch bei mir in der Küche schon ein bisschen mehr. Und es ist jetzt gerade 2:10 bei uns und es wird schon wieder dunkel. Irgendwie gehört das ja auch zur vorweihnachtlichen Zeit dazu. Aber ja, ich glaube auch die Videos, die werden generell nicht so lang werden und sich wahrscheinlich auch mehr in der Dunkelheit als im Tageslicht abspielen. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber das kann man halt nicht ändern. Ne? Ich kann ja auch erst immer nach Feierabend ein bisschen was für euch aufnehmen, aber ich glaube, das wird trotzdem ganz schön. Aber nichtsdestotrotz will ich jetzt erstmal die Tomatensalsa vorbereiten und habe mir hierfür schon mein Rezept rausgesucht. Tada! Das hier soll es werden. Und zwar ist das von lecker.de, Süßkartoffelfalafel mit Tomatensalsa und Hummus. Ich kann euch das Rezept gerne mal in der Infobox verlinken. Das haben wir schon sehr, sehr oft gemacht und ja, gehört fast zu unseren Leibspeisen, wenn halt nicht so viel Arbeit damit verbunden wäre. Los geht's. Ich war gerade so im Flow, da habe ich jetzt einfach schon mal das Hummus gleich mitgemacht. Hier sind jetzt im Prinzip nur Kichererbsen drin. Hier seht ihr nochmal Kreuzkümmel, bisschen Pfeffer und Salz, dann Olivenöl und etwas Gemüsebrühe. Das Ganze wird schön miteinander vermüllert. Dann kommt es in den Kühlschrank, zieht noch ein bisschen durch und ist dann nachher super lecker. So, und hier habe ich schon mal unsere schicke neue Adventsschale bestückt. Nur so ein paar Tafelkerzen dazu und ein bisschen Tanne und Grünzeug und so. Ja, das
Sieht auch schon ganz gut aus. Ein bisschen schlichter als die letzten Jahre. Ja. Und das Tannebäumchen habe ich auch schon aufgestellt. Wir haben mal wieder super Wetter. Also so richtig weihnachtlich will es vom Wetter her noch gar nicht sein. Aber wir sind bestens gerüstet für den ersten Advent. So, meine Lieben, den Hummus habe ich jetzt auch fertig. Den muss ich jetzt gleich noch kalt stellen. Und das Schwiegermütterchen kommt jetzt gleich hoch und dann wollen wir beide noch zusammen ein bisschen stricken an unserem Ranunculus-Pullover. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche immer einen guten Märchenfilm in der Vorweihnachtszeit. Und es gibt eine ganz tolle Seite, die kann ich euch mal zeigen. Da sind alle Märchenfilme, die jetzt so in der Vorweihnachtszeit laufen, aufgelistet. Auf welchen Kanälen die laufen, zu welcher Uhrzeit und. Und da bin ich eigentlich immer Stammgast. Ich werde es nur leider gar nicht so oft schaffen, die Märchenfilme zu gucken, weil wir ja am Wochenende immer viel unterwegs sein werden. Aber vielleicht mögt ihr ja auch gern Märchenfilme gucken und dann ist das vielleicht für euch eine interessante Anlaufstelle, falls ihr diese Website noch nicht kennt. Ich werde jetzt mal noch ein paar Lebkuchen aufbauen und einen Tee kochen oder einen Kaffee, je nachdem, was das Schwiegermütterchen trinken möchte. Und dann stricken wir beide gemütlich noch an unserem Ranunculus weiter und schauen vielleicht schon das erste Märchen. Wenn hier alles so glatt läuft. Deswegen nehme ich ja auf, wenn du nur rechts stricken musst. Du Luder, du. So, jetzt haben wir schon wieder ganz viel weiter gestrickt. Das hier ist die Version, die meine Schwiegermama strickt. In so einem schönen Cremeton. Richtig toll. Wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir die Ärmel abgeteilt haben und jetzt im Prinzip nur noch glatt rechts stricken, bis wir bei der entsprechenden Körperlänge sind. Wir halten zwei Stränge Cotton Merino und einen Strang Mohair zusammen. Das ist also diese Variante, super schön, ganz weich und fluffig. Und das hier ist meine Variante, etwas dunkler, sieht so ein bisschen aus wie Lebkuchen ohne Schokoladenglasur, würde ich fast sagen. Ich stricke auch mit Knitting for Olive, ich habe mich aber für die normale Merino-Variante entschieden. Brown Nougat, Karamell. Und Autumn, das sieht dann so aus. Auch sehr schön. Ist so ein bisschen melierter, aber auch ganz, ganz toll. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, die zweite Größe zu stricken, also nicht ganz so schmal, sondern so, dass es richtig schön oversizig ist. Ja, und dann stricken wir demnächst weiter. Wir sind schon gut vorangekommen und haben ein bisschen Märchen geguckt. Und ich habe ihr hier meine Quilltasche geborgt, damit sie dann gescheit ihre Garnknäule da drin zusammenhalten kann. Hier habe ich schon wieder was Neues am Wickel. Ihr könnt es schon sehen. Und zwar habe ich hier noch einen neuen Sophie Scarf angeschlagen. Dafür habe ich von Wool & Forest dieses wunderschöne Angel Lace genommen. Habe daraus ein dreifädiges Garn gemacht. Und damit stricke ich jetzt so durch die Gegend. Sieht schon wirklich ganz toll aus. Freue mich auch schon sehr. Und diese Variante wird dann tatsächlich auch mal meine Variante. Also aktuell ist es jedenfalls noch so. Und für meine Schwiegermama habe ich auch schon eins in Planung. Das wird dann schön blau. Und das seht ihr dann bestimmt auch noch in den Adventsvlogs. So, meine Lieben, in der Zwischenzeit ist hier auch schon ein bisschen was passiert. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen die Goldene Gans geguckt, wie sich das so gehört für einen Märchenfan. Und habe hier erstmal diese schönen Schätzchen fertig genäht.
Das nächste Shop-Update hat ja ganz viele Karos und Schottenmuster und Haarentritt. Und da habe ich jetzt diese Täschlein schon mal fertig genäht. Die sind fast fertig. So ein bisschen kleine Ziernähte müssen noch ran und die Kordeln für den Tunnelzug. Ja, das habe ich heute schon geschafft. Und ich höre schon in der Küche, da wird schon lecker gekocht. So, meine Lieben, das Abendbrot ist gegessen. Es war sehr lecker. Ich dachte mir, ich setze mich noch mal ein bisschen mit euch hier in die Hobby-Kuschelecke oder wie auch immer man das nennen möchte. Es ist ja schon ein bisschen weihnachtlich hier, ne? Ich möchte dieses Jahr mal so ein bisschen mehr aus Weihnachten rausholen als die Jahre zuvor. Und egal, ob ich mit meiner Mama spreche oder mit meiner Schwägerin oder mit meiner Schwiegermutter oder mit Hendrik. Die sagen immer alle, das Gefühl muss einfach stimmen und irgendwie habe ich nicht so ein Gefühl nach Weihnachten bei allem, was so ist. Und natürlich ist es verständlich. Mir geht das auch ganz oft so, dass mir auch überhaupt nicht nach Weihnachten ist. Und aber ich möchte irgendwie trotzdem versuchen, so ein bisschen Weihnachtsstimmung jetzt schon für mich aufzubauen. Und ja, wenn man so an Frühjahr denkt, da haben das ja auch irgendwie immer die Eltern verein gemacht, ne? So als Kleinkind oder als Kind im Kindergarten, da haben die Erzieherinnen mit mir gebastelt, da haben wir gesungen, da haben wir Plätzchen gebacken und sind irgendwie so in Stimmung gekommen. Damals gab es auch noch Schnee. Ja, aber ich habe mich dann auch halt immer gefragt, okay, was löst denn so ein weihnachtliches Gefühl vielleicht aus? Vor allen Dingen denke ich immer daran, irgendwas für andere zu tun. Das ganze Jahr eigentlich, aber zu Weihnachten nochmal besonders. Das ist so ganz wichtig. Dann natürlich auch was Gemeinsames unternehmen, sei es zum Weihnachtsmarkt gehen. Das ist ja dieses Jahr Gott sei Dank wieder möglich. Plätzchen backen natürlich, stricken ohne Ende und Geschenke verpacken. Das ist natürlich auch was sehr Weihnachtliches für mich. Und so können die unterschiedlichsten Aktivitäten so eine Art Weihnachtsgefühl auslösen. Bei mir schafft das auch immer so der Geruch nach gebrannten Mandeln oder so. Ja, das sind alles so viele kleine Dinge, die mich so ein bisschen in Vorweihnachtsstimmung bringen. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, ja, womit man sich gerade so beschäftigen soll und muss. Und was löst bei euch eigentlich so eine Art Vorweihnachtsgefühl aus? Könnt ihr da irgendwie was benennen? Das würde mich wirklich sehr interessieren. Und besonders heute so beim Märchen gucken, da habe ich auch wieder gedacht, oh, das ist so schön, das ist eine Tradition, das ist einfach irgendwas Wiederkehrendes, was sicher ist, genauso wie wir zu Weihnachten wieder in die Kirche gehen können. So sind dann eben auch die Märchen schon so ein Run-up dahin. Ja, nun sitze ich hier noch einen kleinen Augenblick und stricke an dem Ranunculus weiter und ich hoffe, dass ihr euch auch was Schönes stricken könnt oder vielleicht strickt ihr ja für eure Lieben oder für Bekannte oder für Bedürftige etwas Schönes, was ihr wärmt. Nehmt euch ein bisschen Zeit für euch selber, um so ein bisschen runterzukommen vielleicht von dem alltäglichen Stress. Ich versuche das auch so langsam, ja. Und ich bin gespannt, wie sich das Vlogmas so entwickeln wird. Ich habe das ja vorhin schon kurz angedeutet, dass ich natürlich immer noch arbeiten muss und irgendwie trotzdem versuchen möchte, so viel Schönes in der Freizeit zu erleben, viel Weihnachtliches ja, zu unternehmen für einen schönen Jahresabschluss und hoffentlich euch damit so ein bisschen unterhalten kann oder zumindest mal für eine Weile ablenken kann von dem, was euch vielleicht sonst so beschäftigt. Ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, Anspannung und Entspannung im Gleichgewicht zu halten. Bei allem, was man so in den Nachrichten hört und liest, braucht man aber auch genauso mal eine Erholungsphase, wo man vielleicht einfach nur jemandem dabei zuguckt,
wie er gerade einen Pullover strickt. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich mache es mir jetzt gleich noch gemütlicher drüben auf der Couch. Wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr was daraus mitnehmen konntet oder euch einfach schön entspannen konntet, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Falls ihr irgendwelche Fragen an mich habt, immer her damit. Ich versuche die gerne im Laufe des Vlogmas für euch zu beantworten. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder einen schönen Tag, wann immer ihr das Video schaut. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns Sonntag am 2. Advent mit einem neuen Video wieder. Tschüss!